Cherox ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Stahl. Existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Sichlor. Seit der sechsten Spielgeneration ist es zudem in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Cherox zu vollführen. Cherox ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das bis auf einige schwarze Flecken hauptsächlich rot gefärbt ist. Und der schmale Kopf zeichnet sich durch drei breite, jedoch abgerundete Stacheln aus. Die Augen bestehen dabei aus weißer Lederhaut, gelben Iriden und schwarzen Pupillen. Aus den verstärkten, dicken Schultern wachsen die dünnen Arme des Käferstahl-Pokémon. Sie gehen in dicke Kneifzangen über, die durch ein Muster reißzahnbewehrten Köpfen ähnelt. Der eher kleine Oberkörper wird durch einen dünnen Bauch mit dem Unterleib verbunden. Am Rücken wachsen die zweiteiligen Flügel und hierbei ist das obere Flügelpaar mit einem roten Stück verstärkt. Die dicken Oberschenkel gehen in die dünnen Beine über, die wiederum nach unten hin immer breiter und kräftiger werden. An den Füßen verfügt das Pokémon noch jeweils vorne und hinten über eine spitze Kralle. Cherox ist dann in der Lage, sich mit Hilfe eines Cherox-Nieten zu Mega-Cherox weiterzuentwickeln. Dabei sind die Zacken auf seinem Kopf nun etwas spitzer und frontal im Gesicht ist ein schwarzer, vierzackiger Stern zu sehen. Die Augen nehmen eine blaue Färbung an und die Schultern sind nun komplett schwarz und ähneln drei aneinanderliegenden ovalen Platten. Die Scheren haben deutlich an Länge zugenommen und bekommen unten eine weiße Färbung. Ferner verfügen nun obere und untere Scheren über Zähne und der untere Bereich der unteren Scheren ist mit drei Stacheln bestückt. Statt eines gelben inneren Kreises ist das Muster blau. Die Flügel sind etwas kleiner und die Oberschenkel komplett schwarz mit einem dünnen Streifen. Dabei erinnern die Beine an eine Lanze und sind breit gebaut. In seiner Shiny-Form sind die üblicherweise roten Körperstellen grün und die schwarzen dunkelgrün gefärbt. Während Sichlor sich durch ausgeglichene Fähigkeiten und eine hohe Geschwindigkeit auszeichnet, hat Cherox durch seine schwere Metallpanzerung an Tempo eingebüßt. Jedoch kräftigt der harte Panzer seine Angriffs- als auch seine Verteidigungsfähigkeiten. Jedoch kann es seine scharfen Reflexe nutzen, um durch Attacken wie Ruckzuckhieb, Agilität, oder Doppelteam diese Verluste auszugleichen. Im Kampf macht Cherox Gebrauch von den stählernen Scheren an seinem Arm. Diese kann es mittels Schwerttanz stärken und dann für vielfältige Schneidattacken wie Schlitzer, Zornklinge, Kreuzschere oder Nachthieb nutzbar machen. Obwohl die Kneifzangen zum Greifen geeignet sind, bevorzugt Cherox den faustartigen Gebrauch und zermalmt Gegner mit kräftigen Hieben. Vor allem in seiner Megaform kann Cherox damit alles zerreißen, was es zu fassen bekommt. Zu seinen Fähigkeiten zählt Hexaplager, das die Stärke von Käferattacken erhöht, wenn das Pokémon nur noch die Hälfte oder weniger seiner Kraftpunkte besitzt. Die Fähigkeit Techniker erhöht die Stärke von Attacken, deren Basisstärke unter 60 liegt, um 50%. Die versteckte Fähigkeit ist Leichtmetall, die das eigene Gewicht halbiert und dadurch die Attacken Strauchler und Fußkick unter Umständen weniger Schaden machen, dafür aber auch Ramboss und Brandstempel dafür mehr Schaden machen. Cherox ist in der freien Wildbahn so gut wie nie zu beobachten, da seine Entwicklung besondere Umstände erfordert. Es ist daher als selten einzustufen. Sobald es einen Feind ausmacht, nimmt es zunächst eine Drohgebärde ein und präsentiert das Augenmuster auf seinen Scheren, um Gegner einzuschüchtern. Gelingt dies jedoch nicht, schlägt es mit seinen harten Scheren um sich. Seine harte Panzerung schützt es vor vielen Angriffen, jedoch überhitzt Cherox Körper leicht und das Metall droht zu schmelzen. Seine Flügel nutzt es daher nicht zum Fliegen, sondern zur Kühlung mit emsigen Flügelschlag. In seiner Megaform wachsen die Kneifzangen zu beträchtlicher Größe heran und aufgrund ihres immensen Gewichtes kann Cherox nur Kämpfe geringer Dauer durchhalten, bevor es schwächelt.
Auch versetzt der Energieschub es in besondere Ekstase, was seinen Körper noch schneller an die Grenze der Überhitzung bringt. Cherux stellt den letzten Teil seiner zweistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Sichlor weiter. Zudem ist es mithilfe vom Cherux-Nieten zur Mega-Entwicklung fähig. Sichlor kann sich wiederum mit einem Schwarz-Augid zu Axanthor weiterentwickeln, das neu in Pokémon-Legenden Arceus in Hisui eingeführt wurde. Die Entwicklung von Sichlor zu Cherox geschieht aber durch einen Tausch mit dem Item Metallmantel. Mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Normal-, Eis-, Psycho-, Käfer-, Drache-, Stahl- und Feuerattacken und vierfachen Schaden gegen Feuerattacken. Besonderheit ist Generation 2 bis 5, denn dort machen auch Geist- und Unlichtattacken nur halben Schaden. Ab der 6. machen sie dann normalen Schaden.